Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Wo wir uns hier befinden, flog 1945 in den ersten Maitagen die Royal Air Force massive Angriffe gegen deutsche Schiffe und U-Boote, die auf dem Marsch nach Norwegen waren. Die U-Boote in den Seehäfen erhielten den Befehl zur Selbstversenkung, damit sie den Briten nicht in die Hände fallen. Allein in der Bucht vor Neustadt sanken etwa 8 Stück. Dort lagen auch der manövrierunfähige Luxusdampfer, die Kap Arkona, und 2 weitere Schiffe, die von der Kriegsmarine eingezogen worden waren, die Tilbeck und die Athen. Am 2. Mai meldete das Schweizer Rote Kreuz, dass die SS Häftlinge aus dem KZ Neuengamme auf die Schiffe verfrachtet hatte. Mehr als 8000 Menschen aus 24 Nationen. Ich war einer von ihnen. Doch ausgerechnet diese Meldung des Roten Kreuzes blieb bei einer der zuständigen Stellen der Royal Air Force hängen. Am 3. Mai wurden unsere Schiffe von englischen Jagdfliegern angegriffen. Man hielt uns für deutsche Soldaten, die sich über die Ostsee absetzen wollten. Eine Explosion setzte die Kap Arkona in Flammen und auch die Tilbeck kenterte in nur sehr kurzer Zeit. Wir werden jetzt zur Neustädter Bucht zurückfahren, wo die Kap Arkona gesunken ist. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Es geht dann gleich weiter. Ich verstehe wirklich nicht, warum du so dagegen warst, dass ich mitkomme. Es ist schön, mehr aus deiner Vergangenheit zu erfahren. Nick, du musst doch nicht überall dabei sein. Ich interessiere mich eben für dich. Auf einmal. Was soll denn das? Warum fängst du denn jetzt schon wieder so an wie früher? Junge, das ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Es ist mir ganz egal, ob es einfach ist. Geh jetzt, ich muss weitermachen. Was ist eigentlich los mit dir? Nix, was soll mit mir los sein? Du bist schon die ganze Zeit so nervös. Bedrückt dich irgendwas? Das ist nicht der richtige Augenblick, um darüber zu sprechen. Okay. Reden wir eben später. Ich komme gleich nach. Ich bin froh, wieder da zu sein, Großvater. Die wenigsten von uns überlebten die Katastrophe und versuchten mit allen Mitteln an Land zu kommen. Da das Wasser an dem Tag nur 8 Grad hatte, schafften es die meisten nicht bis ans Ufer. Die
Überdies wurden sie von deutschen Marineschiffen aus geschossen. Von mir selbst gemacht. Sehr gut. Oh, nur Zeit, dass Norge vom Lehrgang zurückkommt. Albatros 2 für Einsatzzentrale, bitte kommen. Albatros 2 hört, was gibt's, Asmus? An Bord des Ausflugsbootes Dana ist gerade ein alter Mann tot zusammengebrochen. Position? Tonne 5, Kiel, Ostseeweg. Das Ganze in unserer Nähe. Wir kümmern uns drum. Verstanden. Ende. Kurs Nord. Beide voll voraus. Beide voll voraus. Kapitän Illes von der Küstenwache. Herr Unterbauer, wer sind Sie? Nick Abel. Das ist mein Großvater. Olga? Der Tote riecht nach Bittermandel und hat eine ungewöhnlich gesunde Hautfarbe. Norge könnte es vielleicht besser einschätzen, aber für mich sieht es nach Vergiftung aus. Du meinst, er ist keines natürlichen Todes gestorben. Ist das die Thermoskanne Ihres Großvaters? Tatsächlich. Bittermandel. Gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Was genau meinen Sie damit? Er war halt total nervös und angespannt. So, als ob ihm irgendwas Angst macht. Irgendwas? Ja, oder irgendwer, keine Ahnung. Und wissen Sie was oder wer das sein könnte? Nee. Wann haben Sie das denn zum ersten Mal bemerkt? Als ich angekommen bin, so vor 4 Tagen. Ich lebe sonst in Portugal, an der Agave. Ich habe da eine kleine Segelschule. Und bei Ihrem letzten Besuch ist Ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Naja, das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich habe ihn eigentlich sehr oft besucht. Großvater war mir sehr wichtig. Er hat mich aufgezogen. Er war das Einzige, was ich hatte. August Knopke wurde 1927 in Hamburg geboren. 1944 haben ihn die Nazis ins KZ Neuengamme gesteckt, weil er antifaschistische Flugblätter gedruckt hat. Nach Kriegsende ging er in die USA. 1961 kehrte er zurück, heiratete, wurde Vater und eröffnete das Gasthaus Die Dünenperle. Seit 16 Jahren ist er Witwer. August Knopke war ein honoriger Bürger der Stadt, der sich sehr für die Erinnerung an die Kapaukona eingesetzt hat. In einer Zeit, als nur wenige etwas vom dunkelsten Kapitel unserer Geschichte wissen wollten, hat er den Verein für Erinnerungsarbeit mitgegründet, für den er auch heute unterwegs war. Die Öffentlichkeit wird uns mit Argusaugen beobachten.
Schließlich handelt es sich um den Anschlag auf das Leben eines ehemaligen KZ-Häftlings. Deshalb werden wir ab sofort regelmäßige Lagebesprechungen in meinem Büro abhalten. Gut, was haben wir bis jetzt? Also, nach Aussage des Captains kam niemand an die Thermoskanne von Konopka heran. Der trug sie immer in der Aktentasche mit sich herum. Dann muss der Kaffee heute Morgen im Vereinsbüro vergiftet worden sein. Dort hat Konopka ihn immer kurz vor der Tour aufgebrüht. Die Vereinsräume liegen in der unteren Querstraße. Geschäftsführer ist ein gewisser Martin Scherzinger. Wolfgang, sieh dich da mal um und geh danach in die Wohnung des Toten. Was ist mit dem Kapitän und den Teilnehmern der Tour? Sind alle gecheckt. Keiner stand in irgendeinem näheren Verhältnis zum Toten. Bis auf seinen Enkelsohn Nick Abel natürlich. Der Captain sagte, dass Nick Abel sich kurz vor dem Tod von Konopka genau heftig mit ihm gestritten hat. Tatsächlich? Dann hat er mir gar nichts erzählt. Gibt es irgendwelche Angehörige oder Freunde? Ja, außer Nick Abel gibt es keine Angehörigen. Aber sein bester Freund scheint ein Gunther Breitscheid gewesen zu sein. Ebenfalls ein Kap Arkona-Überlebender. Er hat auch immer die Bootstouren geführt. Sehr gut. Mit dem werde ich sprechen. Frau Berg, versuchen Sie alles über Nick Abel rauszufinden. Kapitän, Sie gehen da zu einem echten KZ-Überlebenden. Darf ich Sie da vielleicht begleiten? Einverstanden. Aber die Fragen stelle ich. Da hinten ist die Kap Arkona abgebrannt und gekentert. Die Nazis haben sogar vorher extra noch die automatischen Schotten und die Feuerlöscheinrichtungen unbrauchbar gemacht, um einen schnellen Untergang bei Feindannäherung sicherzustellen. Wussten Sie das? Haben Sie denn darüber nichts in der Schule gehört? Geschichte fand ich meistens langweilig. Aber jemanden zu treffen, der dabei war, das ist wirklich spannend. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht. Herr Breitscheid, wir haben miteinander telefoniert. Mein Kollege Asmus. Danke, dass Sie hierher gekommen sind. Ich verbringe viel Zeit hier mit meinen Erinnerungen. Herr Breitscheid, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen. Ja, ich habe schon gehört. Schrecklich. Und ausgerechnet auf dem Boot. Sie kannten sich gut. Er war mein bester Freund. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich. Laut Auskunft seines Enkels war Herr Konopka in letzter Zeit auffällig nervös. Wurde er bedroht oder hatte er Ärger? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, früher war August Dorf nervös. Aber seit er die Dünenperle in einer Restaurantkette verkauft hat, ging es ihm richtig gut. Ja. Er hat das Restaurant verkauft? Wann? Erst letzten Monat. Ich habe ihm schon seit Jahren gesagt, er soll das Ding doch endlich abstoßen und den Rest seines Lebens genießen. Seit wann kannten Sie sich? Seit 1961. Ich hatte damals wieder bei der Reederei Mast & Co. angeheuert und er war Kellner meiner Stammkneipe. Wir kamen ins Gespräch und nach einer Weile haben wir festgestellt, dass wir die gleiche Vergangenheit haben. Warum waren Sie eigentlich im KZ? Lassen Sie mir. Ich hatte mich heimlich mit Freunden in einer alten Fischerhütte hinter den Dünen getroffen, um Swingmusik im Radio zu hören. Swingmusik Jazz gab es allerdings damals nur beim Feindsender. Ein paar Dorfbewohner haben uns angezeigt. Das war alles? Wie alt waren Sie da? 14. Wenn Sie sich für diese Zeit interessieren, kann ich Ihnen was zu lesen geben. Gern. Eine letzte Frage, Herr Breitscheid. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 8 und 10 Uhr? Da bin ich noch geschlafen. Keine Zeugen, ich lebe allein. Ich kann das immer noch nicht fassen. August Konopka war so ein außergewöhnlicher Mensch. So hilfsbereit und immer so bescheiden. Kaffee? Nein, nein, danke. Wissen Sie, nächste Woche wollten wir den 30. Vereinsgeburtstag feiern. Das sagen wir jetzt natürlich ab.
Wie viele Mitglieder hat denn Ihr Verein? Wir sind ein Netzwerk von 250 Überlebenden, Historikern und Politikern. Bitte. Na, danke. Kann hier eigentlich jeder ins Büro? Nein, natürlich nicht. Außer mir und August Knopke und seinem Kollegen Gunter Breitscheid hat niemand einen Schlüssel. Ja. Herr Scherzinger, war Herr Konopka in der letzten Zeit irgendwie nervös oder unruhig? Hatte er irgendwelche Auseinandersetzungen? Nein, das hätte ich bestimmt mitbekommen. Aber die Angst, von der wurde er als ehemaliger KZ-Häftling natürlich ein Leben lang begleitet. Aha. Und darüber hat er mit Ihnen gesprochen? Wie lange kannten Sie ihn? 4 Monate, seit ich hier Geschäftsführer bin. Man ist an mich herangetreten, weil man unabhängiger von Spenden und Zuschüssen werden wollte. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 8 und 10? Ich war mit meiner Frau beim Gynäkologen in Lübeck. 7. Monat. Es wird ein Junge. Ermitteln Sie, wie viel August Kolobke für das Gasthaus bekommen hat. Mach ich. Danke. Die KTU hat auf der Thermoskanne nur Konopkes Fingerabdrücke gefunden. Dafür in der Kanne und in seinem Magen Spuren von Ziankali. Ziankali ist frei gar nicht verkäuflich. Das wird höchstens in der Galvanik verwendet. Im Chemieunterricht habe ich eben aufgepasst. Überprüfen Sie alle metallverarbeitenden Firmen in der Umgebung und lassen Sie die genaue chemische Zusammensetzung des verwendeten Ziankalis analysieren. Vielleicht kommen wir so an den Hersteller ran. Was haben Sie über Nick Abel rausgefunden, Frau Berg? Konopka hat ihn tatsächlich nach dem frühen Tod seiner Tochter und des Schwiegersohns bei sich aufgenommen. Allerdings musste das Jugendamt immer wieder anrücken. Andauernd flogen die Fetzen. Ja, klingt ja nicht gerade nach der Zuneigung, von der er gesprochen hat. Ja, und an seinem 18. Geburtstag hat Nick dann seine Koffer gepackt und ist nach Portugal aufgebrochen. Seitdem nie wieder hier gewesen, bis vor 4 Tagen. Ja, er hat doch behauptet, er hätte seinen Großvater oft besucht. Vielleicht ist er ja nur wiedergekommen, weil er Geld gebraucht hat. Die Kollegen aus Portugal haben nämlich erzählt, dass seine Segelschule pleite ist. Herr Abel, warum haben Sie mir heute Vormittag erzählt, Ihr Großvater sei in den letzten Tagen nervös und unruhig gewesen? Niemand, der täglich mit ihm zu tun hatte, kann das bestätigen. Vielleicht wollte einfach niemand was mitbekommen. Setzen. Damals wollte ja auch niemand was von den KZs wissen. Setzen Sie sich. Vielleicht soll diese Geschichte einfach nur davon ablenken, warum Sie eigentlich hergekommen sind. Ich bin hier, weil ich meinen Großvater besuchen wollte. Natürlich. Nachdem Sie vor 10 Jahren im Streit gegangen und nicht ein einziges Mal zurückgekehrt sind. Ich glaube, Sie sind hergekommen, weil Ihre Segelschule pleite ist und Ihr Großvater Ihnen helfen sollte. Schließlich hat er ja sein Gasthaus gerade für 150.000 Euro verkauft. Okay, ich hatte tatsächlich vor, Ihnen nach Geld zu fragen. Ich habe wirklich alles versucht, um das zu vermeiden, aber ich wusste einfach nicht mehr weiter. Und? Hat er es Ihnen gegeben? Nein. Weil ich ihn nicht drum gebeten habe. Ich weiß, das hört sich total komisch an. Aber als ich dann hier war und ihn wiedergesehen habe nach der ganzen Zeit, da habe ich mich plötzlich nicht mehr getraut. Das hört sich in der Tat total komisch an. Es ging einfach nicht. Er war auf einmal so anders als früher. Wollte alles von mir wissen und hat sogar von sich erzählt. Von Amerika und von meinen Eltern. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, was er alles geleistet hat. Da konnte ich mir einfach nicht mehr mit Geld kommen. Viel war aus Scherzinger nicht rauszukriegen. Der spielt sich ganz schön auf. Sein Alibi wird überprüft. Was ist mit Konopkes Wohnung? Hast du ein Testament gefunden? Nein. Der hat kaum was Persönliches hinterlassen. Frau Berg, ermitteln Sie bitte, ob Konopke bei einem Notar ein Testament oder irgendeine Verfügung hinterlegt hat. Das Einzige, was ich gefunden habe, war diese Aufenthaltsgenehmigung. Damit ist er damals in die USA eingereist. Und dieser Brief an Gunter Breitscheid. Rasmus, wir müssen noch mal mit Breitscheid reden. Ich bitte dich inständig, unsere lange Freundschaft nicht aufs Spiel zu setzen. Das hat sie nicht verdient. Warum hat August Konopke in diesen Brief geschrieben? Oh, das war nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, die war längst aus dem Weg geräumt. August hat den Brief ja auch gar nicht abgeschickt.
Nach einer kleinen Meinungsverschiedenheit hört sich das aber nicht an. Naja, ich wollte zu unserem Vereinsjubiläum alle Überlebenden der Capacona-Katastrophe einladen. Herr Scherzinger fand die Idee sehr gut. Aber als August davon erfuhr, wurde er ziemlich wütend. Und dann? Und Scherzinger eben alle wieder ausgeladen. Was hatte Konopke denn gegen so ein Treffen? Er fürchtet wohl die hohen Kosten. Die meisten leben ja in ihren Heimatländern oder in Übersee. Und warum sind Sie damals nicht von hier weggegangen? Wahrscheinlich bin ich einfach eine treue Seele. Ich bin auch immer bei derselben Reederei geblieben. Ja, aber die ganzen Menschen hier, die Ihnen all das angetan haben. Man muss verzeihen können. Schau dir das mal an. In der Aufenthaltserlaubnis von Konopke steht als Geburtsort Kiel. In den Papieren aber Hamburg. Überprüfen Sie das, Asmus. Ich habe nun endlich Konopkes Notar erreicht. Es gibt ein Testament. Und nun raten Sie mal, wer die 150.000 nach seinem Ableben bekommen soll. Sein Enkel. Falsch. Der Verein für Erinnerungsarbeit. Niemand weiß, wie es hier ohne August Konopke weitergehen soll. Ja, selbstverständlich können Sie mich wörtlich zitieren. Also dann, auf Wiederhören. Herr Unterbauer, wie kann ich Ihnen helfen? Indem Sie mir sagen, warum Sie dem Wunsch von Herrn Konopke so schnell nachgekommen sind, die anderen Überlebenden auszuladen. Herr Konopke hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die meisten Überlebenden sehr alt sind und dass so eine Reise sehr strapaziös ist. Und hätte ich natürlich selber drauf kommen müssen. Hat er Sie vielleicht unter Druck gesetzt? Zum Beispiel mit Geld? Geld? Wie kommen Sie denn darauf? Weil Herr Konopke dem Verein 150.000 Euro vermachen wollte. Hat er gedroht, das Geld wieder zurückzuziehen? Das wird er doch niemals tun. Der Fortbestand des Vereins, das war ihm eine Herzensangelegenheit. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass er dem Verein so viel Geld geben wollte? Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir von Spenden leben. Herr Scherzinger, das reicht. Wenn Sie sich nicht noch verdächtiger machen wollen, zeigen Sie mir jetzt alle Finanzunterlagen des Vereins. Na, machen Sie heute gar nicht Schluss? Ich habe noch zu tun. Hier, damit Sie wenigstens ein bisschen Proviant haben. Danke. Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, Sie sollten sich noch ein wenig frisch machen. In 5 Minuten ist Lagebesprechung bei Gruber. Scherzinger spielt ein falsches Spiel. In den Bilanzen des Vereins fehlt die letzte Monatsabrechnung. Ich habe bei der Bank nachgefragt und siehe da, Sie können Ihre Rechnungen nicht bezahlen. Der Verein für Erinnerungsarbeit ist pleite? Es kommt noch besser. Scherzinger hat über 80.000 Euro auf ein Konto verschoben, das er letzten Monat bei der Landesbank München eröffnet hat. Außerdem wackelt sein Alibi. Eine Nachbarin hat gesehen, wie er gestern kurz nach 9 das Vereinsbüro verlassen hat. Von wegen Termin beim Gynäkologen. Das ist die Sensation. Unser Fall reicht wahrscheinlich bis in die Nazi-Zeit zurück. Punkt 1, Konopke. Wir wissen nicht, wo er geboren wurde. Das Standesamt in Kiel wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Und in Hamburg gibt es keinen Eintrag. Nazi-Zeit. Ja. Punkt 2. Das Labor hat das Zyankali untersucht, mit dem Konopke vergiftet wurde. Es enthält Eisen, aber Zyankali stellt man schon seit 50 Jahren nicht mehr unter Verwendung von Eisen her. Es muss also aus der NS-Zeit stammen. Überprüfen Sie, wo in den letzten Jahren Altbestände von Zyankali beschlagnahmt wurden. Und dann gehen wir nochmal alles durch. Suchdienst, Rentenversicherung, Kirche, einfach alles. Herr Ehlers,
und Sie werden Nick Abel noch mal nach der Vergangenheit seines Großvaters befragen. Vielleicht finden wir irgendwo in Konopkes Lebenslauf einen greifbaren Anhaltspunkt für ein Mordmotiv. Ich hatte die Krankenversicherungskarte meiner Frau vergessen. Deswegen war ich kurz im Büro. Warum haben Sie uns das nicht früher gesagt? Es war mir in der Hektik entfallen. Dann ist Ihnen vielleicht auch entfallen, dass Sie 80.000 Euro nach München verschoben haben. Die dortige Landesbank zahlt wesentlich bessere Zinsen. Das Konto läuft auf Ihren Namen. Es musste schnell gehen. Zu kurzfristig habe ich die Vorstandsmitglieder nicht zusammenbekommen. Jetzt hören Sie endlich auf mit Ihren Geschichten, Herr Scherzinger. Sie sind der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Ist Ihnen das klar? Nächsten Monat wollte ich alles zurückzahlen. Bitte. Sagen Sie meiner Frau nichts davon. Total absurd. Ausgerechnet dort ist er jetzt gestorben. Herr Abel, wissen Sie, wo Ihr Großvater geboren wurde? Na klar, in Hamburg. Das dachten wir auch. Aber in seinen amerikanischen Einreisepapieren steht Kiel. Haben Sie dafür vielleicht eine Erklärung? Nee. Und was ist mit diesen antifaschistischen Plakaten? Wissen Sie, welche Umstände dazu führten, dass Ihr Großvater verhaftet wurde? Plakate? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das denn alles wissen? Es gibt Hinweise darauf, dass der Tod Ihres Großvaters etwas mit der Zeit des NS-Regimes zu tun haben könnte. Sie sagten doch, Ihr Großvater sei in den letzten Tagen nervös und unruhig gewesen. Hat er vielleicht von jemandem Besuch bekommen, den er von damals kannte? Soweit ich weiß, hat er nur Kontakt zu Gunther Breitscheid. Berg hier, Küstenwache. Spreche ich mit dem Einwohnermeldeamt? Danke. Ja. Archiv Neuengamme, Rentenversicherung, nichts, rein gar nichts. Aber weißt du, was ich wirklich merkwürdig finde? Dass sich keiner der noch lebenden Mitgefangenen an Konopka erinnern kann. Nicht mal die. Danke. Ich habe auch nichts über Konopke rausfinden können, aber letzte Woche hat schon mal jemand bei der Evangelischen Kirche Hamburg und beim Internationalen Suchdienst nach ihm gefragt. Gunther Breitscheid. Hallo, Herr Breitscheid, hier ist Nick Abel. Ich wollte Sie fragen, kann ich vielleicht mal mit Ihnen reden über meinen Großvater? Verstehe. Wann könnten Sie denn? Okay, dann lassen Sie uns noch eine kleine Bootsfahrt machen. Super, also in 2 Stunden hier am Hafen. Herr Breitscheid, warum haben Sie letzte Woche Erkundigungen über August Konopka eingeholt? Ich hatte zum Vereinsjubiläum noch eine Rede vorbereitet. Ich brauchte einfach noch ein paar Informationen. Was denn für Informationen? Weil er genau in die USA gegangen ist, weil er geheiratet hat und solche Sachen einfach. Aber Sie kannten ihn seit fast 50 Jahren. Da müssen Sie doch Bescheid gewusst haben. Man weiß nie alles über einen anderen Menschen. Oder ging es Ihnen nicht vielleicht doch um etwas anderes? Verzeihen Sie, ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Um etwas aus Konopkes Vergangenheit im Dritten Reich. Indizien verdichten sich, dass der Fall bis dorthin zurückreicht. Das ist doch völlig abwegig. Herr Breitscheid, bitte sagen Sie uns, was Sie wissen. So egal kann Ihnen Konopke doch nicht sein, dass Sie uns nicht helfen wollen, den Mord an ihm aufzuklären. August war immer für mich da, immer. Ich konnte ihn anrufen. Wenn ich nachts schweißgebadet aufgewacht bin und wieder mal
von meinem Schulfreund Hans geträumt habe, der mit mir im KZ war. Den haben sie eines Nachts die Schuhe geklaut und als er dann am nächsten Morgen beim Appell barfuß neben dir stand, erschossen. Erschossen. Ich hatte zwei Freunde in meinem Leben, Hans und August. Doch sie wagen es mir zu unterstellen, ich wolle August Tod nicht aufklären. Wir haben vielleicht endlich eine Spur. Eisenzieher Kali wurde zuletzt 1993 gefunden, und zwar bei der Stilllegung einer Kaserne in Sassnitz. Es wurde damals in einer Sondermülldeponie in Lübeck verbrannt und den Transport hat die Reederei Mast & Co. übernommen. Mast & Co.? Hat Breitscheid nicht erzählt, dass er dort gearbeitet hat? Ja, aber wieso hätte denn ausgerechnet Breitscheid Konopke vergiften sollen? Vielleicht hat er ja bei seinen Recherchen was herausgefunden. Etwas? Mensch, das kann alles sein. Wir wissen gar nichts über Konopke. Sein Leben scheint überhaupt erst 1961 loszugehen. Keiner kennt ihn von früher. Er hatte keine Verwandten, er besuchte keine Treffen von Überlebenden und er hat auch keine Verfolgtenrente bezogen. Das Merkwürdige ist, wir haben keinen einzigen KZ-Häftling aufgetrieben, der sich an Konopke erinnern kann. Fangen wir nochmal andersrum. Woran liegt es denn, dass wir keinen Hinweis auf Konopkes Vergangenheit finden? Möglicherweise ja einfach daran, dass diese Vergangenheit nie existiert hat. Sie meinen, wir jagen einen Menschen hinterher, den es gar nicht gibt? Aber wieso hätte Konopke allen was vorspielen sollen? Vielleicht, weil seine wahre Identität ihm geschadet hätte, nach seiner Rückkehr aus den USA. Ende der 50er fanden noch in der BRD die ersten großen NS-Prozesse statt. Dann war Konopke wahrscheinlich gar kein Opfer, sondern ein Täter. Das würde auch erklären, warum er dieses Treffen nicht wollte. Aus Angst vor Enttarnung. In Ludwigsburg befindet sich die zentrale Stelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen. Dort lagern 2 Millionen Karteikarten zu Personen, Tatorten und Einheiten im Dritten Reich. Asmus, setzen Sie sich mit der Stelle in Verbindung. Ja, okay. Name August Konopke, vermutlich falsch. Geburtsort Kiel, Alter zum Ende des Zweiten Weltkrieges 18. Augenfarbe blau, Haarfarbe braun. Möglicherweise im Konzentrationslager 9 Gamme eingesetzt. Ja. In Ludwigsburg ist ein Werner Schmidt registriert, auf den alle Merkmale Konopkes zutreffen. Schmidt war als SS-Mitglied Wachmann im KZ Fuhlsbüttel. Er gilt seit dem Kap-Arkona-Angriff als verschollen. Besonderes Merkmal, eine Narbe an der linken Gesichtshälfte. Wenn das Konopke war, dann hat er sich gleich nach Kriegsende unter falschem Namen in die USA abgesetzt und ist erst wieder zurückgekehrt, nachdem Werner Schmidt hier für tot erklärt wurde. Aber wie hätte er ausgerechnet auf die Idee kommen sollen, sich als Häftling eines Konzentrationslagers auszugeben? Weil es der einzige Ort war, wo er sich als ehemaliger Wächter gut auskannte und nicht Gefahr lief, was Falsches zu sagen. Nur bei der Einreise in die USA ist ihm ein Fehler unterlaufen. Da hat er nämlich seinen richtigen Geburtsort angegeben, Kiel. Fast 50 Jahre lang ist alles gut gegangen, bis irgendjemand hinter seine Lüge kam. Breitscheid. Er hatte Zugang zum Vereinsbüro und die Möglichkeit, sich über die Reederei das Cyankali zu beschaffen. Tag, Herr Breitscheid. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Aber das ist doch selbstverständlich. Das hier ist es. Halt mal. Heute gibt es keine Kap-Arkona-Tour, aber Breitscheid hat gerade in einem kleinen Motorboot den Hafen verlassen. Wir laufen aus. Die Küstenwache hat mich vorhin über die Vergangenheit meines Großvaters ausgefragt. Sie glaubt, dass das irgendwas mit seinem Tod zu tun hat. Aber obwohl er mir in den letzten Tagen sehr viel von sich erzählt hat, so richtig viel weiß ich nicht von ihm. Die Küstenwache sucht nach einer Erklärung, wie wir alle, aber ich glaube nicht, dass wir die finden, wenn wir in seine Vergangenheit rumstochern. Aber was war's dann? Weshalb war er so nervös? Meinen Sie nicht auch, da könnte ihn was eingeholt haben? Ganz bestimmt nicht. Da vorne sind Sie. Kontrollboot klar machen.
Was auch immer es war, ich hätte ihn beschützen müssen. Aber ich Idiot bin erst hier aufgetaucht, als ich Geld gebraucht habe. Sie trifft keine Schuld. Wir hatten nicht mehr genügend Zeit, uns wieder richtig zu versöhnen. Doch, doch, die hatten sie. August hat mir in den letzten Tagen mehrfach erzählt, wie glücklich er ist, dass sie endlich wieder da sind. Wirklich? Glaub mir, er hat dich sehr geliebt, obwohl er das nie so zeigen konnte. Was wollen die denn hier? Herr Breitscheid, stoppen Sie auf! Ich muss Sie bitten, uns an Land zu begleiten. Weshalb denn? Sie sind vorläufig festgenommen. Darf ich fragen, was Sie mir vorwerfen? Sie werden verdächtigt, August Konopke vergiftet zu haben. Was? Aber er war doch sein Freund. Oder? Ja. Ich war sein Freund. Wir wissen genau, dass Sie im Besitz von Cyan Kali waren. Wir leben denn hier alle? Bleiben Sie, wo Sie sind! Lassen Sie ihn los, Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie sagen doch gerade, dass er meinen Großvater mit Cyan Kali vergiftet hat. Noch schlimmer geht's doch gar nicht. Sie wollen ihn doch gar nicht töten. Das, was ich will, ist endlich die Wahrheit. Das Gift sollte niemals jemand anderen töten als mich selbst. Ich hatte es mir besorgt, falls meine Träume eines Tages unerträglich werden. Guten Morgen. Du bist's. Ja, ich bin es. Du hattest mir was versprochen. Oder hast du das schon wieder vergessen? Du wolltest schon vor 2 Wochen allen Menschen erzählen, wer du wirklich bist. In Wahrheit hieß dein Großvater nicht August Konopke, sondern Werner Schmidt. Das ist nicht wahr. Ich wollte es auch nicht glauben, aber als dein Großvater so vehement das Überlebenden-Treffen der Arkona bekämpft hat, wurde ich stutzig. Und hab nachgeforscht. Ist es dir eigentlich leicht gefallen, immer so zu tun, als ob du selber geschlagen und gefoltert worden bist? Hast du dir deshalb immer wieder meine Träume angehört, damit du sie zu deinen eigenen machen kannst? Wie konntest du das tun? Mir antun? Du hast geschwiegen. Gelogen. Obwohl du fast 50 Jahre Zeit hattest, die Wahrheit zu sagen. Jetzt musst du endlich die Verantwortung übernehmen für das, was du getan hast. Was ist mit Nick? Mit den Leuten um uns rum? Den kann ich die Wahrheit nicht zumuten. Aber die Lüge, wie kannst du uns zumuten? Nick hätte die Wahrheit verdient. Ich kann es nicht, Gunther! Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Willst du, dass ich im Gefängnis krepiere? Wenn du es nicht sagst, tue ich es. Ich kann es nicht. Du musst. Dann sterbe ich lieber.
Tod Konopkes als plötzliches Herzversagen eines alten Mannes zu den Akten gelegt worden wäre, dann hätten Sie niemandem die Wahrheit gesagt. Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan? Ich doch, dass ich Sie hier treffe. Ich wollte Ihnen die hier zurückbringen. Hoffentlich konnten Sie was damit anfangen. Ja. Vielen Dank. Herr Breitscheid? Darf ich Sie was fragen? Aber ja, nur zu. Wie kommen Sie damit klar? Ihr bester Freund war ein Verräter. Und Mörder. Ich komme nicht damit klar, ich lebe einfach weiter. Wenigsten von uns überlebten die Katastrophe. Wir versuchten mit allen Mitteln an Land zu kommen. Da das Wasser an dem Tag nur 8 Grad hatte, schafften es die meisten nicht bis ans Ufer. Überdies wurden sie von deutschen Marineschiffen aus geschossen. Musik.
Kaffee. Von mir selbst gemacht. Sehr gut. Oh, nur Zeit, dass Norge vom Lehrgang zurückkommt. Albatros 2 für Einsatzzentrale, bitte kommen. Albatros 2 hört, was gibt's, Asmus? An Bord des Ausflugsbootes Dana ist gerade ein alter Mann tot zusammengebrochen. Position? Tonne 5, Kiel, Ostseeweg. Das Ganze in unserer Nähe, wir kümmern uns drum. Verstanden, Ende. Kurs Nord, beide voll voraus. Beide voll voraus. Kapitän Illes von der Küstenwache. Herr Unterbauer, wer sind Sie? Nick Abel. Das ist mein Großvater. Holger? Der Tote riecht nach Bittermandel und hat eine ungewöhnlich gesunde Hautfarbe. Norge könnte es vielleicht besser einschätzen, aber für mich sieht es nach Vergiftung aus. Du meinst, er ist keines natürlichen Todes gestorben. Ist das die Thermoskanne Ihres Großvaters? Tatsächlich. Bittermandel. Ich habe gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Wo wir uns hier befinden, flog 1945 in den ersten Maitagen die Royal Air Force massive Angriffe gegen deutsche Schiffe und U-Boote, die auf dem Marsch nach Norwegen waren. Die U-Boote in den Seehäfen erhielten den Befehl zur Selbstversenkung, damit sie den Briten nicht in die Hände fallen. Allein in der Bucht vor Neustadt sanken etwa 8 Stück. Dort lagen auch der manövrierunfähige Luxusdampfer, die Cap Arcona, und 2 weitere Schiffe, die von der Kriegsmarine eingezogen worden waren. Die Thielbeck und die Athen. Am 2. Mai meldete das Schweizer Rote Kreuz, dass die SS-Häftlinge aus dem KZ Neuengamme auf die Schiffe verfrachtet hatte. Mehr als 8000 Menschen aus 24 Nationen. Ich war einer von ihnen. Doch ausgerechnet diese Meldung des Roten Kreuzes blieb bei einer der zuständigen Stellen der Royal Air Force hängen. Am 3. Mai wurden unsere Schiffe von englischen Jagdfliegern angegriffen. Man hielt uns für deutsche Soldaten, die sich über die Ostsee absetzen wollten. Eine Explosion setzte die Cap Arcona in Flammen und auch die Thielbeck kenterte in nur sehr kurzer Zeit. Wir werden jetzt zur Neustädter Bucht zurückfahren, wo die Cap Arcona gesunken ist. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Es geht dann gleich weiter. Ich verstehe wirklich nicht, warum du so dagegen warst, dass ich mitkomme. Es ist schön, mehr aus deiner Vergangenheit zu erfahren. Nick, du musst doch nicht überall dabei sein. Ich interessiere mich eben für dich. Auf einmal.
Was soll denn das? Warum fängst du denn jetzt schon wieder so an wie früher? Junge, das ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Es ist mir ganz egal, ob es einfach ist. Geh jetzt, ich muss weitermachen. Was ist eigentlich los mit dir? Nix, was soll mit mir los sein?